Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Japan und der 100er Karte. Wir haben den Abend von Tag 16 und ich wollte einfach mal ein kleines Update geben zur aktuellen Kriegslage von uns gegen den Siam und gegen die Mongolei. Denn dieser Krieg ist ja durchaus gar nicht mal so trivial für uns. Denn nicht nur geht es um einiges, sondern ist auch diese KI durchaus giftig. Sie wurde ja ziemlich gebufft in den letzten Patches, ist deutlich intelligenter und weiß, ihre Truppen deutlich besser einzusetzen. Und vor allem haben der Siam und die Mongolei mehr Truppen als wir. Und das macht die ganze Angelegenheit doch auch etwas spannend und brisant. Aber ich kann vermelden, dass es soweit für uns mehr als gut läuft. Alle Sektoren marschieren nach vorne, wir haben sogar im Norden begonnen vorzurücken, trotz der anfänglichen Schwierigkeiten. Und wir haben jetzt sogar wieder Zeit rausgeholt und liegen jetzt noch besser im Zeitplan. Es sieht eigentlich richtig gut aus. Wir fangen mal im Norden an, dort haben wir Hohhot eingenommen. Das war ja erstmal gar nicht abzusehen, da sie ja dort relativ stark standen und die Gefahr einer Invasion aus der Mongolei hier immer stärker wurde. Damit konnten wir erstmal nicht vorrücken, aber als dann der Angriff auf Xi'an kam, haben sie begonnen, Truppen aus Hohhot abzuziehen und damit konnten wir eine kleine Armee in Bewegung setzen aus Onitsuzuki und konnten dann dort diese Stadt einnehmen. Unsere Truppen aus Xi'an rücken derzeit weiter vor, Yuncheng wird fallen, Xi'an wird fallen, wir werden hier das ganze Gebiet sichern und bis morgen dann auch hier alles eingenommen haben. Chongqing sollte auch gefallen sein. Das ist mein Ziel, quasi diese ganze Linie hier zu etablieren, eine große Front zur Mongolei zu bilden. Und dann können wir langsam koordiniert weiter nach Süden vorrücken und die Armeen vereinigen. Wir konnten außerdem auch Changde einnehmen, das war ja ebenfalls ein wichtiges Ziel. Dort war eine große Armee aus Siam. Diese haben wir vollständig zerstört. Diese hatte sich in mehrere Teile aufgelöst. Sie wollten zum einen angreifen Richtung unserer Hauptprovinz Xiangyang. Sie wollten auch Xi'an gegenangreifen mit vielen Truppen, wir 40.000, das war auch ziemlich spicy. Und sie haben noch 20.000 Reserve gelassen, wir konnten alle zerstören und auch ihr Equipment. Damit ein großer Sieg für uns direkt, unsere eigenen Verluste eher niedrig. Und jetzt drücken wir auch gleich vor Richtung Yueyang und werden diese Provinz einnehmen, um einen freien Pfad zu bekommen Richtung Nanchang und uns dort zu vereinigen mit den Truppen aus Shanghai und Wuhan. Das ist das Ziel und dann werden wir auch kurz vor Xiamen stehen, werden dann den Weg in die Guangxi-Provinz frei haben und dann hier langsam den Siam aus China komplett tilgen. Ihre Armeen haben sich soweit zum größten Teil bereits aufgelöst. Sie haben erstmal keine großen Truppenverbände mehr hier in der Region, von denen ich weiß. Das Scaryste war hier in Xiamen, da müssen wir ein bisschen Acht geben auf diese größere Armee hier. Wir werden mal dringend auch das machen müssen, dass wir hier Truppen verschieben. Und zwar werden wir noch ein paar Truppen rüberschicken an diese Front hier und das ein bisschen verstärken. Währenddessen kommt eben die Armee von hier und dann werden wir vermutlich erst morgen den Angriff dann auf Nanchang starten. Ich will noch ein bisschen warten, bevor ich mich hier irgendwie in Probleme bringe mit den Frontangriffen. Ich will keine unnötigen Verluste haben und dann werden wir morgen hier den großen Angriff auf diese Provinz wagen. Ich werde auch noch ein paar von den Infanterietrupps hier abziehen. Die werden alle bitte direkt an die Front hier gehen. Das sollte dann auch ausreichen für uns. Die Arti, die kann separat nach hinten stellen. Dann werden wir quasi aus Shanghai den Hauptangriff auf Nanchang starten, was ja so ursprünglich auch gar nicht geplant war, aber durchaus okay ist. Und dann werden wir hier eben unsere eigene kleine Armee bilden. Die kann dann auch direkt nach Xiamen gehen, war ja auch ursprünglich so gar nicht geplant. Aber aufgrund der großen Fortschritte können wir das durchaus so machen. Hier ein weiterer Kampf und eine weitere Vernichtung. 7000 Truppen einfach mal direkt aufgelöst. Das ist gut. Wir haben gerade mal eine Truppe verloren. Auch das ist gut. Aber die Kavallerie ist extrem angeschlagen. Die hat wirklich nicht mehr viel Leben. Das sieht nicht gut aus. Kann man das irgendwo sehen eigentlich, die Punkte genau, was sie haben? Das kann man nirgends sehen, oder? Kann ich das irgendwo einsehen? Ach, hier. Das sieht hier ein bisschen schlimmer aus als hier. 25 Hitpoints haben die noch. Die Kavallerie wird wohl draufgehen, aber das ist auch okay. Die hat auch sehr viel geleistet heute. Die hier oben ist auch noch da. Die wird aber auch demnächst draufgehen. Ja, die Kavallerie hat sich nie richtig erholt von den großen Kriegen in der Vergangenheit. Die wird wohl nicht mehr lange leben, aber das ist okay. Sie hat ihre Aufgabe im Early Game mehr als erfüllt. Derweil läuft ja auch Krieg gegen die Mongolei. Und da sieht es gerade sehr friedlich aus. Das liegt daran, dass wir zum größten Teil alles besiegt haben, was sie in unsere Richtung geschickt haben. Sie haben nicht mehr viel übrig. Wir werden erstmal heute keinen Angriff starten. Wir werden nur uns mal in Position bringen für einen möglichen Angriff auf sie. Ich weiß nämlich nicht genau, was sie hier haben. Und vielleicht greifen wir morgen Sullian an. Das wäre eine Option. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie uns über Nacht irgendwas wegnehmen. Aber ich glaube, das wird erstmal gut sein. Wir haben gerade hier eine ganz gute Kontrolle. Ich denke, das wird erstmal funktionieren. Und wir haben auch gerade weitere Artis fertiggestellt. Auch das ist super. Die werden wir sofort rüberbringen. Und ich denke, diese können jetzt sogar
so wie das hier unten läuft, einfach mal Richtung Mongolei gehen. Ich glaube, diese Option besteht und dann können wir gleich neue Aufträge geben. Zum einen für neue Artis, wer hat's gedacht, und zum anderen auch für Bauprojekte. Ich denke, auch hier werden wir mal ein Aerodrom bauen, einfach weil wir dann auch mal eine Luftwaffe aufbauen können. Hier drüben zum Beispiel geht das noch nicht, aber wir werden dann hier nochmal einen Panzer bauen zum Beispiel. Und dann werden wir die nächsten Tage auch beginnen mit dem Bau von Flugzeugen. Denn ich glaube, die werden wichtig sein, auch für den großen finalen Krieg gegen vermutlich die Koalition von Mosambik, die hier auch weiter vorrücken und inzwischen auch den Suezkanal überquert haben und El Arish eingenommen haben. Das heißt ja, da wird einiges nötig sein und da werden wir uns auf jeden Fall hochrüsten müssen. Und es steht ja auch noch vor uns die Truppen aus Xinjiang, die sind auch da. Die werden wir noch bekämpfen müssen, ist ja auch eine Nation, die ehemals in einer Allianz war, die unser Feind war, mit der Mongolei und mit, ihr wisst noch, Russland war das, glaube ich, gewesen. Also hier der Ostrepublik, das heißt, die sind auch theoretisch ein Feind, werden wir einfach überrollen hoffentlich, aber da werden wir auch Truppen brauchen für. Der Rest hier ist ja erstmal nur KI, was gut ist. Aber bis wir hier irgendwo weiterkommen, werden hier auch schon andere Feinde sich etabliert haben. Hier schläft ja gerade keiner. Und ja, ich hoffe morgen, wie gesagt, werden wir hier erfolgreich durchbrechen. Wir werden auf jeden Fall diese ganzen Provinzen... Oh, Sekunde. Wir werden diese ganzen Provinzen einnehmen. Und ich habe gerade gesehen, guck mal hier. Die Sau. Ach nee, das ist Tibet. Ich dachte gerade, die Sau rennt hier einfach mal in die Mongolei rein. Nee, der greift Tibet an. Das geht auch, haben gerade eben vor ein paar Sekunden Nord-Tibet eingenommen. Ich dachte, der marschierte gerade in der Mongolei ein. Habe ich ja gerade echt gedacht. War nicht so. Das sah aber kurz so aus. Naja. Aber ich bin mir sicher, die werden auch was nehmen hier. Die könnten sogar Ulaanbaatar nehmen, wenn sie wollten. Das ist eine Gefahr. Die haben halt gerade keine wirklich gute Offensivarmee hier drüben, muss man sagen. Wir haben jetzt nicht wirklich die Kräfte. Wir werden mal hier ein bisschen was an Sperren auch vorschicken, um mal zu schauen, was da so ist. Hier eigentlich in den Landen der Mongolei. Denn das wäre ja mal ganz interessant, in Erfahrung zu bringen, was sie so haben hier eigentlich an Truppen. Hier sehen wir es nicht. Da ist relativ viel Festung gebaut worden. Wirklich sehr viel Festung, wow. Level 5 Festungen, das sieht man auch selten so early mit der KI. Aber ja, wir werden auf jeden Fall hier dann langsam Stück für Stück vorrücken. Sie nehmen ja auch sehr hohe Verluste gegenwärtig. Das heißt, da können wir sicher auch ein bisschen was machen dann. Wir schauen auch gleich mal ganz kurz in die Zeitung, um euch das mal alles zu verbildlichen. Wir sehen, die Verluste vom Siam sind riesig hohe, viele Meldungen hier, 160.000 Verluste auf ihrer Seite und doch 64.000 auf unserer, doch mehr als ich dachte, muss ich gestehen, habe ich gar nicht so im Bild gehabt, aber das war wohl dann doch hier auch die Schlacht um Changde gewesen, die war insgesamt sehr verlustreich, auch Xi'an, das war ein großer Gegenangriff, das hat sich doch durchaus sehen lassen können, also es tut bisweilen mehr weh, als man denkt. Aber natürlich das Jahr mit 160.000 Verlusten, das sind für sie etwa fast schon 50% der Armeestärke. Na gut, sie haben ein bisschen mehr, sie haben etwa 400.000. Das heißt, sie haben fast die Hälfte verloren an ihrer Armeestärke. Und vor allem auch die am besten ausgerüsteten Truppen. Ne? Die einzigen, die sie noch haben mit wirklich viel Equipment, sind die hier bei Xiamen und Nanchang. Und die werden wir auch bald zerstören. Das heißt, da wird dann auch nicht mehr viel übrig sein. Kann ich schon angreifen hier oben eigentlich? Das kann ich, sehr schön. Das heißt, zack, Yuncheng ist gefallen. Wir rücken direkt weiter vor nach Xi'an. Truppen haben wir für die Garnisonierung nicht wirklich übrig. Außer wir nehmen die aus Hot. Das können wir durchaus tun. Wir werden mal kurz schauen, wie die Verluste gegen die Mongolei aussehen. Die sind bei 37.000 noch eher niedrig. Das heißt, die Mongolei wird noch ein bisschen was haben an Reserven. Das bedeutet, wir sollten hier nicht zu sehr blank ziehen und werden einfach mal diese Truppen so behandeln. Und zwar hier mal 10.000 abziehen und die können dann nach Yuncheng gehen. Und dann können die eben eine neue Armee bilden nach Süden, die nicht zu klein ist. Und dann werden wir eben schauen, wie die Mongolei langsam wegessen. Genau, das heißt, wir werden das hier dann einnehmen, vermutlich erst morgen, denn ich habe gerade jetzt nicht die Zeit oder die Truppen, um das irgendwie noch zu sichern. Das ist leider so. Außer wir... Oder doch, eigentlich haben wir das schon, wir machen das mal. Ah, ich will halt nichts riskieren. Wenn ich jetzt weiter vorrücke, ist die Gefahr groß, dass die KI dann reagiert und irgendwas gegen angreift. Das heißt, wir machen erstmal nichts. Wir nehmen Xi'an und Qingyan ein. Und dann werden wir morgen sehen, wie der Stand der Dinge hier ist. Übrigens, die Philippinen sind fertig mit ihrem Krieg gegen die anderen Philippinen. Und sie breiten sich jetzt aus Richtung der Inseln in der Südsee. Das ist auch toll. Und damit haben wir unseren starken Ally langsam auch, der sich entwickelt hier unten im Süden. Und hoffentlich einen kleinen Schutzschirm gegenüber den australischen Mächten, die ja auch noch da sind und die ja auch durchaus nicht schlafen und tatsächlich ausbauen. Da müssen wir auch schauen, wie wir damit umgehen. Die sind ja auch schon hier. Die werden auf jeden Fall sich auch weiter ausbreiten. Und die wollten ja mit uns sich alliieren. Wir hatten Nein gesagt oder gar nichts gesagt. Ich denke, da werde ich auch bei bleiben.
Aber das wird auch noch eine weitere Herausforderung, bei denen wir den Philippinen wohl auch helfen müssen. Die werden wohl erstmal nicht in der Lage sein, das alleine anzugehen. Die werden da wohl auf jeden Fall Hilfe von uns brauchen. Genau, das ist der aktuelle Stand des Krieges. Es läuft gut, wir machen das soweit sehr solide, wir rücken vor. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.